Ihr seid für uns da und nicht dafür, euer Ego zu polieren. Guten Morgen! Ich habe gestern wieder mal eine politische Talkrunde zum Thema Flüchtlingspolitik gesehen und ich möchte heute die Politiker direkt ansprechen. Ich bin, und das habe ich schon in vielen Videos dargestellt und wurde dafür auch immer wieder kritisiert, ein Verfechter dessen, dass unsere politische Struktur in unserem Lande sehr gut ist. Die Form der Demokratie, in der wir leben als eine Repräsentative, die finde ich gut. Aber die Struktur wird, und das stelle ich immer wieder fest, von dem Ego der Politiker pervertiert. Und das zieht sich durch alle größeren Parteien. Bei dieser Talkrunde ging es um die Problematik, wie kriminelle Flüchtlinge behandelt werden sollten, wie diesbezüglich die deutsche Bevölkerung geschützt werden soll und wie man effiziente Strukturen zwischen Polizei und Justiz schaffen kann. Also genug, ja, sachliche Diskussionsgrundlage, um sich da auszulassen. Aber anstatt faktisch und problemorientiert zu argumentieren, wurde ständig von irgendwelchen Parteien und was sie wann und wo gemacht haben geredet. Da ging es nur darum, Schuld von sich zu weisen und auf andere zu übertragen. Da ging es um Rechtfertigung, warum man nicht anders gehandelt hat in seiner Amtszeit. Da wird emotional ins Wort gefallen und verächtlich und respektlos die Gegenseite versucht zu diffamieren und sich vor dem anwesenden Publikum zu positionieren. Das Problem, um das es ging, das wurde allenfalls nur peripher gestreift. Und man muss sich wirklich einmal Gedanken darüber machen, dass diese Menschen wirklich einen gut bezahlten Beruf haben, der einzig und allein den Sinn hat, dem Volk zu dienen. Aber spüre ich diesen Respekt, diese Demut gegenüber den Menschen im Land? Nein. Wie kann man sich in einer Talkrunde hinsetzen, dessen Grundthema die Menschen in diesem Lande derzeit wie kein anderes berührt, gerade nach den Vorfällen in Berlin, siehe mein Video dazu, und mit einem arroganten Lächeln über Parteipolitik und persönliche Fehlbarkeit in der Sprache oder des Auftretens debattieren, während Menschen in Angst und Furcht in die Zukunft blicken. In so einer Talkrunde, da müssen Lösungen besprochen werden, es müssen Visionen erstellt werden und es muss ganz, ganz klar hervorgehen, dass man seine ganze Energie dafür einsetzt, dass dieses Problem gelöst wird. Mir wurde richtig gehend schlecht und man könnte jetzt sagen, das wäre ein Einzelfall, aber man kann so gut wie jede Talkrunde mit Politikern verschiedener Parteien anschauen und wird dieses leidige deine Person, deine Partei ist doof und wir sind die Guten immer wieder finden. Das kann man gerne machen, wenn es mal um die Parteien als solche geht, ne, um die Politik oder sowas, aber wenn die Thematik einfach eine von den Parteien grundsätzlich losgelöste ist, dann hat man sich verdammt nochmal auf das Sachliche zu beschränken. Gibt es keine sachlich agierenden Politiker mehr? Haben denn alle ihre Grundaufgabe vergessen? Müssen wir wirklich von unseren Repräsentanten dieselbe egomotivierte, provozierende Scheiße ertragen wie von 99% der YouTuber? Ist die deutsche Regierung einfach nur der verlängerte Arm einer leistungsorientierten Ellenbogengesellschaft, wo es nur darum geht, wer besser ist und wer schlechter ist und nicht darum, grundsätzliche gesellschaftliche und kulturelle Probleme zu lösen? Ist es das, was aus unserer Regierung geworden ist? Das hat den Anschein. Und dann wundert man sich über die Politikverdrossenheit und klagt den Wähler auch noch an. Das ist doch schizophren. Ich erwarte von einem Vertreter, dem ich meine Stimme gegeben habe, dass er verdammt nochmal seine Emotionen im Griff hat, wenn es um sachliche Diskussionen geht, dass er seine Eitelkeit vor und nach der Arbeit gerne ausleben kann und sich ein Glöckchen an den Schwanz oder an die Brust hängt, aber in der Arbeitszeit, insbesondere wenn diese in der Öffentlichkeit stattfindet, wo ich als Wähler zuschauen kann, mal seine Backen zusammenkneift und den anderen Diskussionsteilnehmern auch mal zuhört. Weil diese anderen Diskussionsteilnehmer, das sind nämlich auch Repräsentanten von anderen Menschen. Das ist das Wesen einer Demokratie, dass unterschiedliche Meinungen in einem sachlichen Konsens zusammengeführt werden, Bedenken, Ängste und Informationen ausgetauscht und in ein problemorientiertes Lösungsmodell mit einfließen. Das kann ich doch auch, wenn ich Donnerstag im Live-Talk mit Nationalsozialisten, mit Flacherdlern oder frauenfeindlichen Menschen rede. Was qualifiziert denn einen Politiker in einer Demokratie, Politiker zu sein, wenn nicht die sachliche Zusammenführung verschiedener Meinungen zu einem Konsens?
Was anderes gibt es denn da noch, warum ich Politiker werden möchte? Mein Ego durchdrücken, einen tollen Anzug tragen oder Anerkennung bekommen, wenn ich mich in einer Talkrunde gegenüber anderen durchsetze? Das kann man auch in der Wirtschaft, als YouTuber oder als Schauspieler. Politiker bestechen idealerweise durch Seriosität, Ruhe und Souveränität. Alles andere will ich nicht an der Spitze unserer Gesellschaft haben. Ich bin bitter enttäuscht von eurem Auftreten in den Medien, liebe Politiker. Ihr seid für uns da. Wir vertrauen euch unsere Sicherheit und auch unser Geld an. Ich bitte inständig jeden einzelnen Politiker darüber nachzudenken, warum er Politiker geworden ist und ob er diesem Berufsbild wirklich gerecht wird oder ob es nur darum geht, Macht auszuüben und sein Ego zu befriedigen. Bitte denkt um. Ich unterstütze das politische System der repräsentativen Demokratie weiterhin, weil ich es im Gegensatz zu vielen anderen für ein Gutes halte. Aber nur dann, wenn Politiker sich wieder bewusst machen, was ihre Aufgabe ist und ihr Ego zu Hause lassen, wie jedes Service und jede Reinigungskraft auch ihren Job machen, obwohl sie chronisch unterbezahlt sind. Wenn diese Menschen das können, warum dann nicht auch die Spitze unserer Gesellschaft?